Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Ja, ich stehe hier bei Guinan vor der Tür. Einerseits, um mir meine neue Uhr abzuholen, die ich euch natürlich auch in den nächsten Tagen vorstellen werde. Aber die Hauptsache ist, dass ich mir die drei neuen Uhren von Guinan anschauen möchte, die jetzt im Herbst erschienen sind, um sie euch einmal im Bild und auch im Ton etwas genauer zeigen zu können. Lasst euch überraschen. Guinan hat mit den Fliegerchronographen zwei Uhren mit einer Tri-Compax-Anordnung und einer Datumschnellverstellung präsentiert. Ebenfalls neu die 155 in Königsblau. Drei wunderschöne Uhren und ich freue mich, sie euch heute etwas genauer zeigen zu können. Hier haben wir die Königsblau aus der Serie 155. Eine wirklich wunderschöne Uhr mit einem polierten Gehäuse und einer Größe, die sowohl an schmalen Männerarmen als auch an Frauenarmen wirklich gut aussieht. Die Uhr hat einen Sichtboden und der Hingucker ist natürlich das königsblaue Ziffernblatt mit Sonnenschliff. Die Uhr hat einen Durchmesser von 37,5 mm. Mit einem Saphirglas auf der Vorderseite und eine Bauhöhe von 14 mm. Die Anstoßbreite beträgt 20 mm und der Horn-zu-Horn-Abstand lässt die Uhr auch an schmalen Handgelenken wirklich gut aussehen. Ohne Band wiegt die Uhr 67 Gramm und das Datumsfenster gibt es sowohl in Weiß als auch in Schwarz. Weiß ist deutlich besser ablesbar, schwarz passt sich etwas besser in das Gesamtbild des Ziffernblattes ein. Hier hat der Kunde die Wahl, was ich sehr gut finde. Die Uhr ist bis 100 Meter oder 10 Bar wasserdicht und das Werk ist schön verziert. An meinem Handgelenk macht sich die Uhr sehr gut und ich finde, dass trotz der relativ geringen Größe, was den Durchmesser betrifft, die Proportionen zwischen Bauhöhe und Durchmesser durchaus noch sehr angenehm sind und die Uhr nicht mopsig wirkt. Im Lichtspiel wirkt das Ziffernblatt wirklich super interessant, es hat mir extrem gut gefallen und ich finde, das ist eine sehr, sehr schöne Uhr, bei der es mir schwer fallen würde, mich zwischen dem weißen und dem schwarzen Datumsfenster zu entscheiden. Also hier ist die Frage da ganz klar, Funktion oder Design. Die Totalisatoren werfen eine wunderschöne Reflexion des Lichtes zurück. Das gesamte Ziffernblatt wechselt permanent die Farbe und ich finde es wirklich richtig, richtig klasse gemacht. Natürlich leidet die Ablesbarkeit ein klein wenig, aber die Uhr ist in jeder Beziehung ein absoluter Hingucker und mit 20 mm natürlich auch ideal geeignet zum Bandwechsel. Die klassischen Fliegerchronographen der neuen Serie in der Tri-Compax-Anordnung kommen im bekannten Gehäuse der Serie 40. Realisiert wurde das Tri-Compax durch ein Sellita SW510A, was eine Datumsschnellverstellung erlaubt. Und die Gehäuse werden in zwei verschiedenen Varianten angeboten, einmal perlgestrahlt wie hier und einmal satiniert bzw. gebürstet wie bei der anderen Uhr. Hier können wir das satinierte Gehäuse sehen und es ist hier nicht die Klassiklinie, sondern die Sportlinie mit den etwas klareren, technischeren Ziffern, den geraden, einfachen Zeigern und den feuerroten Sekundenzeigern. Das Gehäuse hat einen Durchmesser von 40,6 mm, eine Bauhöhe von 15,2 mm, Bandanstoßbreite von 20 mm und Horn zu Horn hat die Uhr eine Länge von 48,4 mm. Nebeneinander werden die Unterschiede besonders deutlich. Die sportliche Uhr ist eindeutig technischer, vielleicht auch im gewissen Rahmen etwas besser ablesbar. Die Zeiger stehen etwas klarer hervor. Dafür ist die klassische Variante ein bisschen edler in Anführungsstrichen. Was mir ganz gut gefällt,
ist die Art und Weise, wie das Gehäuse gemacht ist. Das Gehäuse selber ist relativ schlank gehalten, der Boden dafür etwas dicker, sodass die Bauhöhe von 15,2 mm am Arm wirklich gut kaschiert werden kann. Bei der mattierten Variante ist das noch etwas auffälliger als bei der perlgestrahlten Variante, wo die Flächen doch etwas größer erscheinen. Im direkten Vergleich noch einmal die Unterschiede der Uhr. Die Lünetten sind übrigens beide gleich, beide matt. Die Ziffernblätter sind unterschiedlich. Das eine ist galvanisiert und glänzend, das andere matt. Wenn man die Uhren im direkten Vergleich sich betrachtet, kann man auch sehr gut die unterschiedlichen Lichtreflexionen zwischen einem mattierten und einem satinierten Gehäuse sehen. Das eine ist ein klein wenig heller und reflektiert stärker, das andere etwas matter und kühler. Mir gefallen beide Varianten sehr gut und ich wüsste ehrlich gesagt nicht, für welche ich mich bei diesen Uhren entscheiden würde. Wirklich toll gemacht, eine sehr, sehr angenehm tragbare Größe und wie gesagt, wirklich toll ist, dass die Uhren eine Datumschnellverstellung trotz Tri-Compax haben. Hier sehen wir nochmal den Vergleich der Classic Stahlblau, die auch der Classic-Linie mit den Syringe-Zeigern und den etwas verspielteren Ziffern ist. Hier sieht man, dass in der Tri-Compax-Anordnung die Zahlen ein klein wenig weniger angeschnitten sind. Man sieht etwas mehr von der 8, als man bei der Stahlblau sieht. Insgesamt sieht man natürlich die Verwandtschaft der Uhren. Am Arm macht sich die Uhr wirklich toll. Ich habe ein 17 cm Handgelenk und es passt hervorragend. Hier haben wir ein Vintage-Lederband, was auch gut zu der Uhr passt. Persönlich würde ich wahrscheinlich ein schwarzes Lederband an die Uhr machen und mich damit sehr wohl fühlen. Auch die sportliche Variante hier an dem gelochten Rallye-Lederband sieht hervorragend aus, natürlich sehr viel frischer, sportlicher durch die roten Zeiger, aber auch diese Uhr sitzt am Arm ausgesprochen angenehm. Eigentlich war für mich ganz klar, dass ich im nächsten Jahr sehr, sehr gerne eine Stahlblau hier links im Bild haben möchte, allerdings die beiden Tri-Compax-Varianten haben mich da doch stark verunsichert. Ich wäre absolut begeistert, wenn die hier gezeigte Tri-Compax Classic ebenfalls in einer stahlblauen Variante angeboten würde. Das würde mir persönlich die Entscheidung doch deutlich erleichtern. Das war der Vergleich Stahlblau Classic gegen Tri-Compax Classic. Hier nochmal die beiden Tri-Compax Modelle im direkten Vergleich. Links die sportlichere mit den feuerroten Stoppzeigern, den geraden sportlichen Zeigern und den etwas klareren Ziffern und hier die Classic mit den etwas verspielteren Ziffern, dafür dem etwas aufgeräumteren Schriftbild auf der Lünette. Und die letzte Uhr in der Runde, die Königsblau aus der Serie 155, die kleine Uhr für kleine Männerarme oder Frauenarme, die trotz der Sportlichkeit eines Chronographen deutlich edler rüberkommt mit dem Ziffernblatt. Ja, diese drei Uhren sind neu. Die Tri-Compax-Varianten kosten 1.990 Euro am Lederband beziehungsweise 1.939 Euro für den Chrono Classic und 2.100 Euro am Stahlband. Die königsblaue Variante kostet 1.700 Euro. Ich finde alle drei Uhren ausgesprochen gelungen und hoffe und wünsche Guinan ganz, ganz viel Erfolg damit und würde mich freuen, wenn euch dieses Video gefallen hat, ihr, falls noch nicht geschehen, ein Abo dalasst und mir gerne schreibt, was ihr von den Uhren haltet. Vielleicht kann ich zu der einen oder anderen Uhr nochmal ein volles Review machen und bis dahin, tschüss, euer Axel.